Einen wunderschönen, da bin ich euch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video über das Fire TV bzw. über ein VPN. Hier wird auch irgendwo Werbung stehen. Ich habe ein oder zwei Monate waren das, einen Code gekriegt für ein VPN, um ihn zu testen. Und wenn ich Bock habe, kann ich euch das auch zeigen, haben sie mir geschrieben. Und das ist ein Muted VPN. Ich habe euch ja schon einige vorgestellt. Das werde ich jetzt hier mit diesem auch machen und euch auch zeigen, dass es funktioniert. Die Webseite, da werde ich euch unten runter verlinken. Ich weiß nicht, ob ich einen Code dafür kriege, dass er da Rabatte kriegt oder so. Das weiß ich nicht. Wenn ja, dann werde ich das auch natürlich unter dem Link schreiben. Ich richte euch jetzt erstmal auf den TV. Ich kann den Fire TV Cube leider wegen dem HDCP-Schutz nicht aufnehmen. Also nicht über die Capture-Karte aufnehmen. Und zwar, da ist es. Iwanze VPN heißt es. Ich habe auch schon im Firefox vorbereitet Webseiten zum IP abrufen. Die kann ich euch jetzt aber noch nicht zeigen. Das kann ich euch erst zeigen, wenn wir die IP geändert haben, weil ja, dann würde meine echte IP dastehen jetzt und auch die Lokalisation ist da sehr genau. Also das geht jetzt noch nicht, das können wir aber gleich machen. Ich habe das im Vorfeld schon probiert. Es wird meine Lokal angezeigt, also da wo ich mich befinde, wird angezeigt. Und meine IP wird auch angezeigt. So, jetzt öffnen wir das erstmal. Den Link zu dem Programm packe ich euch natürlich auch in die Videobeschreibung. Den kriegt ihr bei Amazon, kostet da nichts. Ihr müsst euch dann die Webseite, werde ich euch auch reinpacken. Da könnt ihr euch dann anmelden, da muss man dann bezahlen. Könnt ihr euch aussuchen, welches Modell ihr nehmen wollt. Und es ist halt sicherer, wenn man einige Sachen macht, denn wenn man nicht direkt ins Internet geht über seinen Provider, sondern den Umweg über andere Lokalisationen, also über hier so ein VPN zum Beispiel geht, dass man nicht direkt seine IP-Adresse kundtut. Achso, jetzt habe ich mich angemeldet. Ich wollte mich noch gar nicht anmelden. Ich wollte jetzt erstmal nur gucken. Naja. So, ich bin jetzt erstmal in United States angemeldet. Da unten seht ihr jetzt eine Zeit ablaufen, wie lange ich schon angemeldet bin, lokal. Ja. Und dann gehen wir jetzt einfach mal raus. Ich gehe auf Firefox. Da war ich gestern drauf. Ich weiß nicht, ob ich jetzt automatisch wieder zur Seite komme oder ob wir die uns erstmal wieder raussuchen müssen. Ja, wir müssen uns die raussuchen. Ich habe mir nämlich ein paar hier weggepackt. Also Firefox nutze ich sonst nicht. Der ist hier ganz normal, wie man bei Amazon runterlädt. Ich habe nur ein paar, hier drei Stück, ne vier Stück, habe ich mir hier hingesetzt zum Überprüfen. So. Das ist jetzt auch ein VPN. Den habe ich aber noch nicht getestet. Und der ist aber ziemlich genau, um zu gucken, wo man ist. Also hier ist meine IP-Adresse, die ich jetzt gerade habe. Ich bin in United States, Washington. Der Anbieter, habe ich gestern schon gestaunt, ist PureVPN. Also das ist mein VPN, was ich eigentlich sonst immer nutze, PureVPN. Da hatte ich ja auch schon ein Video gemacht. So, und wenn wir jetzt hier rausgehen, man braucht auch nicht großartig irgendwas machen. Man braucht nur installieren, meldet sich mit seiner E-Mail-Adresse und sein Passwort an und dann ist man da auch angemeldet. Ja, das ist rucki-zucki erledigt. Zu den Einstellungen oben kommen wir gleich dann noch. Ich will euch erstmal halt nur zeigen, dass es funktioniert. Wir können uns jetzt hier was aussuchen. Wir können oben automatisch machen oder, ja, was nehmen wir denn jetzt? Wir können auch Germany machen. Dann kommen wir irgendwo aus Germany. Nehmen wir mal Switzerland. Der sucht jetzt einen Server, Connecting. Das geht auch alles recht fix. So, jetzt sind wir verbunden. Und wenn wir jetzt hier Firefox gehen und dann ruft er das wieder automatisch ab. Jetzt müssen wir kurz warten. Er aktualisiert jetzt gerade die Seite. So, jetzt haben wir Internetanbieter M247 Euro SRL. So, und da baut sich dann auch die Landkarte auf. Ja, wir können jetzt hier auch, wenn wir das wollten, hier kleiner machen. Müssen wir jetzt natürlich warten. So. In der Nähe von Zürich ist es.
Kurz warten. Hier baut sich das gerade alles auf. Basel, Zürich. Ja. Also hier unten. Da sind wir jetzt. So. Wir können ja nochmal irgendeinen anderen nehmen. Nehmen wir mal. Achso, ich muss erst schließen. So. Also erst ausmachen, bevor ich was Neues auswähle. Nehmen wir mal. Schweden? Nehmen wir Schweden. So, also wir brauchen nur auswählen und er macht automatisch Connect. Es sei denn, ihr startet das Programm, weil Fire TV war aus oder so und ihr startet das jetzt zum ersten Mal mal wieder. Dann müsst ihr nach dem, könnt ihr entweder gleich andrücken oder Land auswählen und dann macht er meistens automatisch Connect. Aber nicht automatisch, wenn ihr ringeht, geht es nicht automatisch an. Dann müsst ihr den Anknopf drücken, wenn ihr das Land beibehalten wollt. Die Verbindung ist auch sehr schnell. So. Und jetzt sind wir in Schweden. In der Nähe von Stockholm sind wir sogar. Und die IP-Adresse kann ich euch auch mal zeigen. Jetzt haben wir diese IP-Adresse. Achso, ich kann euch ja mal zeigen. Ich habe hier auch noch andere weggepackt. Wenn wir jetzt hier rausgehen. So, da seht ihr das Gleiche. Wir haben jetzt den Browser hier Firefox. Die Pixel wird angezeigt. So. Und hier unten, da steht auch Betriebssystem Android. Wir können jetzt hier auch mal, damit ich euch das zeigen kann, Speedtest machen. Dann gehen wir automatisch zu einer Speedtest-Seite. So, ich habe eine 100.000er Leitung. Ich bin mal gespannt, was der hier ergibt, was wir haben. Ich gehe mal weiter runter, so dass wir hier die vier Felder haben, die wir brauchen. Zu weit. So. So, Download haben wir 4,88. Upload 14, also Mbits. Und hier haben wir 14, noch was. So, wir können ja mal. Ich habe jetzt gerade Home gedrückt. Ist gerade beschäftigt. So. Ja, der neue Fire TV Cube wird schneller. Haben sie gesagt. Bin mal gespannt. Der kommt am 10. Also am 10.10. kommt er. So, wenn wir jetzt hier rausgehen und jetzt nehmen wir einfach mal bei Lokalisation, nehmen wir einfach mal Russland. Russia. Also wir werden mit Russia verbunden. Momentan steht noch Germany. Zack, Russia. Und wenn wir jetzt auf Firefox gehen, können wir gerne nochmal einen Speedtest machen. So, Start. Also ich habe mir jetzt eine Weile genutzt. Ich habe im Firefox irgendwelche Seiten aufgemacht, habe YouTube-Videos geguckt und andere Programme aufgehabt, kann sich jeder denken, sage ich aber nicht. Und ich habe keinen negativen Effekt festgestellt, dass es halt übermäßig lädt oder Abbrüche hat oder irgend sowas dergleichen, gar nichts. Seht ihr, auch da eine stabile Verbindung. So. Können wir mal ausmachen. So. Hier oben haben wir Quick Connect. Ja, da sind wir dann halt hier.
Dann haben wir My Account, da kann ich jetzt nicht raufgehen. Da sieht man mein Passwort und ein paar Daten von mir. Protokoll, da kann man dann halt sehen, kann man halt einstellen, was man machen möchte, ob man UDP oder TCP Ports nehmen will. Ich habe eigentlich immer UDP, auch bei meinen anderen VPNs hatte ich immer UDP, da bin ich mit eigentlich am besten gefahren. TCP habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht getestet. So, App Feedback, da können wir dann halt ein Feedback zur App geben. So, Help, da haben wir dann ein bisschen was Help, aber leider alle in Englisch. So, Support Ticket, da können wir einen Support erreichen, also einen Support schreiben. Dann kriegen wir halt auf unsere E-Mail eine Benachrichtigung, About Use, und da können wir dann halt was dazu lesen. Das ist eigentlich ein ganz kleines, schnuckliges Programm, es gibt nicht viel einzustellen und es läuft wirklich wunderbar. Ich kann mich da echt nicht beschweren. Also, wie gesagt, die Links packe ich euch in die Videobeschreibung. Ich habe das jetzt, das läuft jetzt noch in 2 Wochen oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also über einen Monat habe ich es definitiv getestet. Ich habe momentan keine Zeit dafür. Tut mir leid, Leute. Es ist einfach ein bisschen zu stressig. Und in der ganzen Zeit, wo ich es getestet habe, habe ich nichts Negatives festgestellt. Kein übermäßiges Laden, keine Abbrüche oder irgendwas dergleichen oder dass er irgendwas nicht gemacht hat. Ja, außer Amazon natürlich, wenn ich mich jetzt hier auf Amazon anmelde, jetzt zum Beispiel, kann ich euch ja mal zeigen, Russland. Oder wartet mal. Ich kann ja mal was testen. Das wollte ich sowieso schon die ganze Zeit mal testen. Und bin halt immer noch nicht dazu gekommen. Wir nehmen jetzt einfach mal United States. Mein Amazon-Account befindet sich logischerweise in Germany, also in Deutschland. Und wenn ich jetzt hier raufgehe, ich habe Inter the Badlands, habe ich jetzt durchgeguckt. Oder nur The Badlands oder so, ich weiß es gar nicht. Mein Gedächtnis ist momentan wie ein Sieb. So. Und wenn wir jetzt hier Episoden, das ist die letzte Episode, machen wir mal die letzte Episode nochmal an. Da werdet ihr gleich sehen, dass es nicht geht, weil Amazon wird mir jetzt sagen, das geht nicht. Achso, der muss ich ja wieder Account bestätigen. Jetzt überprüft er, ist es wirklich ab 18? Ja, ist es ab 18. Achso, ich habe ja einen US-Account auch angelegt. Scheiße. Also normalerweise geht es nicht. Stimmt, ich hatte ja meinen Account auch mit US verknüpft, aber da bin ich kein Prime-Mitglied normalerweise. Ich wollte mal die ganze Zeit schon testen, was passiert, wenn ich mich hier anmelde. Ne, hier kann ich doch nichts machen. Okay. Nehmen wir mal ein anderes Land. Nehmen wir nochmal Russland. Nehmen wir nochmal Badlands. Into the Badlands, genau. Aber wir nehmen jetzt die vorletzte Folge, die ist ab 16, dann brauche ich nicht das Alter bestätigen. Weil das Alter bestätigen dauert hier echt länger. Das geht nicht. Okay. Das liegt wirklich an diesem US-Account, den ich habe. Komischerweise, jetzt wird es abgebrochen. War ich zu voreilig vorhin. Ich habe es gleich abgebrochen. Ihr seht, jetzt kommt der Abbruch. Okay. Das geht halt nicht. Ich kann jetzt hier nicht gucken, weil mein Account natürlich in Deutschland angemeldet ist. Achso, Quatsch. Braucht da nicht Land auswählen.
So. Und wenn wir jetzt hier ausmachen, ich kann euch jetzt auch nicht so viel zeigen von Badlands, weil sonst kriegt gleich wieder von Amazon was, wo sagt, ey, das ist aber nicht okay, war, das ist unser Material. Die Person ist vielleicht ein hochrangiges Ziel. Ja, ihr seht, jetzt kommt auch Werbung wieder. Badlands läuft und läuft auch länger. Muss aber jetzt auch leider abbrechen, weil sonst Content-ID, kennt ihr ja. So, das soll es auch dazu gewesen sein, ein kurzes, knackiges Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr da noch Fragen zu habt, einfach in die Kommentare posten. Wie gesagt, ich werde euch den Amazon-Link dazu reinpacken. Ich werde euch den Webseiten-Link reinpacken. Vielleicht kriege ich auch einen Rabattcode. Ich weiß es aber nicht. Ich kann es nicht versprechen. Ich habe mich jedenfalls gefreut, das zu testen. Ist auch ein sehr schönes, schnelles Programm. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Das soll es jetzt dazu auch gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.